Startnummer 17. Hier ist der Super-G-Weltmeister Eric Gay. Mhm. Und der ist geladen. Der ist auch geladen. Der ist topmotiviert. Schau ins Gesicht, wie entschlossen der wirkt. Jawohl. Beste Verhältnisse jetzt. Schöner kann es nicht sein. So, die drei Zehntel, das hat mit der Beschleunigung zu tun. Erster Wert, der grün aufleuchtet bei Eric Gay, dem Abfahrtsweltmeister von 2011. Dritter beim Finale hier. Holt er als erster drei Speed-WM-Titel. Drei Speed-WM-Titel eben, also bei Weltmeisterschaften in Abfahrt und Super-G. Ihm ist es gelungen, da wunderbar in der Hocke zu bleiben, was den Hannes schon das erste Mal rausgerissen hat aus der Hocke. Auch da passt sehr gut bei ihm. Und den Vorsprung super halten. Jetzt am Wiefahrt er da drüber. Er geht da in der Luft in die Hocke, fast. Jetzt an. Reif jetzt 20. 800stel bleiben ihm noch. Das wird jetzt super spannend. Ja, das wird jetzt ein richtig Rodeo werden da. Kanadisches Rodeo. Sauber ein Zug am Ski. Oh ja, das schaut ja gar nichts auf. Schau dir das an. Hat er noch korrigiert. Oh meine Güte, das schaut schnell schon. Bringt schön einer. Schau mal, 101 km/h, 31 Meter in der Luft, da investiert ein bisschen Musser, müssen alle 400stel jetzt. Ja. Ein unglaublicher Gegner. Jetzt war was jetzt mit der Hand. Jetzt müssen wir schauen, wie er da oben fährt. Wie im Super-G. So unscheinbar, aber höchst effizient und schnell. Ah, ich glaube das nicht. 1,20,00 BR-Deutz, 42 Hundertstel Rückstand, wären Rang 3. Den hat er ein bisschen abgestochen, den Schwung dort hinten auf diesem Buckel, aber Platz 2 ist noch möglich. Platz 2, Platz 3, 1,39, 30 wäre Platz 2. Schnell ist er, der Kollege, nur wenig, Rang 2 und jetzt haben wir im Moment 4 Leute auf dem Podest. Beat Voigt bleibt um 1,200stel vorne und weiß, dass das jetzt ganz wichtig war. Aber der G ist doch ein Teufelskerl, was? Bist du narrisch, super. Ab in 10 Minuten würde jeder gerne tauschen mit Beat Voigt. Ja. Jetzt nicht. Oh, was für eine super Fahrt. Auch von Eric Gay. Und wie gut funktioniert dieses Material schon wieder. Ja. Voigt vor Gay. Bade auf Head, ne? Genau. Dann Küng. Ja. Und dann everybody at home. Mit Jans wird der Nächste. Er ist seine Leiter. Great performance from Kildare. Norway 1 and 2. Here's Eric Gay of Canada. Perhaps one of the most experienced racers on the mountain here. He was 6th in both the downhill and the Super-G in the World Championships here in St. Moritz, Finley, back in 2003, 14 years ago. And he's as hungry today as he was back then. He just so electrifying out of the gate. He skated twice after the first gate, and he's just been beautiful in his tuck. He's one of the perfect technical skiers in the World Cup circuit. Does he have the power in the legs for the tougher turns coming up? Well, Finley's holding his breath because this is where the Mickle money went this morning. And let's see if Eric Gay can use that experience. For me, a few small errors, but that experience means he does not hit the panic button. Very smooth, very clean, error-free from the Canadian here, who's holding his line and form beautifully. Look for the green. It's still there. Now, this is the big upset. The 35-year-old Canadian racer who won downhill gold in Garmisch back in 2011 could take Super-G in 2017. This is remarkable from Eric Gay. Holds the line. Watch the clock. It's Canada. It's Canada. Can you believe that? Eric Gay has taken the gold medal position. A remarkable performance, absolutely beautiful from top to bottom, clean and error-free, skillful skiing. Jansrud has to just bow and give respect to the experience of Eric Gay to put Canada into the gold medal position.